So, also wir stehen immer noch vor der Festung und müssen uns jetzt entscheiden, ob wir mit Vorgrim an die Haustür klopfen oder mit Kuano einen verdeckten Weg finden. Eigentlich, ich bin ein Zwerg und Zwerge halten zusammen. Das ist schon mal Punkt 1, warum ich eher für Vorgrim bin. Der zweite Punkt ist mein Soldatenhintergrund. Ich bin nicht so begeistert von solchen Schleichangriffen. Die sind mir zu hinterhältig als Soldat. Das sind schon mal zwei Punkte für Vorgrim. Mein Geoden-Ich hingegen aber ist nicht von dieser Brachialgewalt überzeugt. Das wäre ein Punkt für Kuano. Da Vorgrim jetzt mit zwei Punkten führt, nehmen wir Vorgrims Methode und klopfen an die Vordertür. Garasch im Groscho. Garobisch an Hortiman am Groscho. Gortosha Mortamosch. Ja, das war ein brüderlicher Gruß bei Angrosch, langem Bart, Schuppen und Zähne. Bei den Göttern. Ihr seid ja genauso verrückt. Möge Fex euch für euren fehlenden Verstand mit ausreichend Glück segnen. Ich versuche es allein. Na dann viel Glück, Quano. Also, dann folgen wir mal Vorgrim direkt zum Haupteingang. Kann es dann endlich losgehen? Ja. Auf geht's. So gefällt mir das. Sieh zu und lerne. Bin ich mal gespannt, was man von dir lernen kann, Vorgrim. Wie man Leute zusammenhaut und sie beleidigt wahrscheinlich. Ihr da oben! Macht das Tor auf und lasst uns rein! Sehr direkt. Oberzöllner Taschmann, schaut doch mal. Da brüllt so eine halbe Portion nach Einlass. Halbe Portion? Beim Warte Angrosch, dich werde ich lehren, du Hund! Wie willst du uns lehren? Schließ das Tor. Zöllner Ugo, übe mal mit deiner Armbrust. Das hätte ins Auge gehen können. Ihr feigen Hunde! Kommt und kämpft wie Männer! So einen Spaß bekommen wir selten geboten. Schaut nur, er hat schon einen ganz roten Kopf, der Kleine. Gleich platzt er. Wir müssen ihm einen Grund geben, um runterzukommen. Komm, wir machen Kleinholz aus ihren Waren. Tja, mal sehen, wie ihnen das schmeckt. Na los, hauen wir ein paar von ihren Fässern da kaputt. Vielleicht wird das ihnen Beine machen. Ja. Nach dieser tollen kleinen Sequenz, Vorgrim ist wirklich der beste Diplomat der Welt, müssen wir jetzt eine Möglichkeit suchen, dass sie das Tor aufmachen und sich uns im Kampf stellen. Dieser Oberzöllner, er kann auf jeden Fall nicht der Fettwanst sein, der in diesem Brief gemeint war. Ja. Also, dann schlagen wir mal Fässer zusammen Was? und sorgen dafür, dass sie runterkommen. Na? Vorgrim, du kannst ruhig deine Axt in die Hand nehmen. Offensiver Kampfstil ein. Einbeersaft hier runter, so. Die brauchst du als Nahkämpfer am meisten. So, und dann schlagen wir mal Ja? die Fässer zusammen. Ja. Blöderweise scheinen die immer aufzuhören mit den Angriffen, sobald man den Charakter wechselt. Hey, zurück auf eure Posten. Das Tor bleibt zu, ihr Idioten. Haha, da hören deine Jungs wollen nicht mehr auf dich, wollen lieber Streit im Nahkampf. Unser Bier, das werdet ihr bereuen. Tja, es geht nichts über das Bier. Uah! Ardo gleich mal, jetzt sage ich schon Ardo Vorgrim gleich mal in den Bei Nahkampf. Angriffswart! Ich bin jetzt mal versucht, den Kugelblitz auszuprobieren. Erforderliche Astralenergie 20 habe ich. Mal gucken.
Gleich mal auf den vordersten. Ei? Dann nicht auf den vordersten, sondern hinter einen doppelten Pfeilschuss. Bong. Naja, so viel Schaden hat das leider nicht gemacht. Da kriegt der, der uns hier jetzt im Nahkampf bedroht, einen Fulminictus ab. Da ist schon der erste tot. Dann kriegt der zweite noch einen Wuchtschlag von Vorgrim. Und das dürfte sie dann auch fast. Hallo, ich selber sollte auch noch mal angreifen. Und der letzte. Na komm schon. Du hast nur noch einen kleinen Lebensbalken und tot ist er. Ja. Und Vorgrim schnüffelt gleich natürlich an ihnen rum. Und nimmt alles an sich, was nicht gut und nagelfest ist. Autsch. Schießt uns da noch einer, den ich nicht sehe? Hm? Ja, die meisten haben Schleifsteine, ein bisschen Geld und Verbände dabei. Oh, noch ein Fass. Hier machen wir mal kurz einen Quick Save. Ja. Und dann gehen wir mal weiter. Da ist der Oberzöllner wieder mit 4 weiteren Gegnern. Stehen bleiben! Im Namen des Kommandanten, ihr seid verhaftet. Wegen tätlichem Angriff auf... Irgendwie ist der nicht ganz bei sich, so wie er stottert und nicht mal weiß, was er sagen will. Was fraselst du da, Groschim? Wegen tätlichem Angriff? Eure Schergen haben uns zuerst angegriffen. Wir wollten nur mal euren Kommandanten ein paar Fragen stellen. Ja, so wie Vorgrim da angelatscht ist, hatte das nicht den Eindruck, aber lassen wir mal gut sein. Ihr wolltet was? Ich verstehe. Männer! Das sind die, vor denen man uns gewarnt hat. Macht kurzen Prozess mit ihnen. Okay. Das könnte jetzt unangenehm werden. Ihr wurdet gewarnt? Was meint ihr damit? Es hat sich herumgesprochen, dass in Nadoret ein paar Gestalten ihre Nasen in Dinge gesteckt haben, die sie nichts angehen. Und dass sie wohl bald hier auftauchen würden. Aber wir sind vorbereitet. Schön, dass ihr das seid. Mal sehen, wie gut ihr vorbereitet seid. Los, Männer! Auf den Hof ausschwärmen und auf sie! Gebt kein Pardon! Gut. Das hier ist jetzt nicht nur ein Kampf, sondern auch eine kleine Herausforderung, so gesehen. Ich mach mal einen Fulminictus auf den hier, während Vorgrim gleich mal in den Nahkampf rennt. Ja? Aber mit Fallriss renne ich gleich mal los und mach den Eingang hier zu, weil sonst die Gegner hier gleich auf uns zugerannt kommen. Aus allen Löchern auf uns zugerannt kommen. So, der erste ist zu. Dann kannst du dich gleich mal selber heilen, während ich einen weiteren Fulminictus schmeiße. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Eingänge, aus denen sie jetzt hier rauslatschen können in den Innenhof. Oh, da hat Vorgrim jetzt ordentlich erwischt. Den heile ich dann auch mal und Fulminictus auf den da hinten, auf die Fernkämpfer da hinten. Das geht jetzt wahrscheinlich böse ins Auge. Oh ja, das geht böse ins Auge. Ich glaube nicht, dass ich das überstehen werde. Also werde ich gleich neu laden, meinen Quick Save. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ja, da war ich etwas voreilig damit, einfach reinzurennen. So, da ist ja die ganze Gruppe wieder. Was ihr wollt? Das überspringen wir mal. Los. Und dann geht's auch schon los. Ja? Angriff! Vorgrim nimmt sich den vor. So.
Weiche! Den hat's aber nicht gut erwischt. Dann nehmen wir mal uns den vor, der uns hier im Dings im Nahkampf schon bedrängt, während da die. Der schickt immer weitere auf den Hof. Mein Fulminictus richtet hier gerade irgendwie gar nichts an. Ja? War ihr! Gleich mal Vorgrim heilen, der hat nämlich schon seine erste Wunde. Bei Angros, wie viele von den Angros spannen noch ihre Prügel ab. Es werden immer mehr. Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof strömen können. Ich mach auch mal eine Komplettheilung. Balsam Salabunde. Ja? Sie sollte sich um die Fernkämpfer kümmern, vor allen Dingen. Ja. Und Vorgrim wieder einen Wuchtschlag. Das hier ist jetzt schon ein bisschen ein herausfordernder Kampf als gegen die Angriff! Als gegen die Dings, die jetzt fällt mir der die Schmuggler. Ah, keine Munition mehr, wert keine Munition. Ich habe noch genug. Sie braucht Pfeile. Sanyasa! Da! Ja! Wie viele von den Kerlen wollen sich dann noch ihre Prügel abholen? So, da ich. Verhindern, dass sie weiter auf den Hof kommen können. Aua. So, während ich jetzt mal, da ich kein. Eine Astralenergie mehr habe und so wie. Blödsinn. Du greifst den Fernkämpfer an. Du machst einen Hochschlag auf den, weil ich ja keine Astralpunkte mehr habe, werde ich jetzt mal schnell die Ausgänge blockieren, bis ich wieder ein bisschen was zusammen habe. So. Einen Fulminictus auf den da schmeißen und dann gibt es, glaube ich, noch einen Ausgang hier oben, genau. Ja. Nochmal schnell Vorgrim heilen. Und dann hier oben den letzten töten. Wie viele von den Kerlen wollen sich dann noch ihre Prügel abholen? Wir müssen verhindern, dass sie weiter. Beziehungsweise hier die Tür zu machen. So, und das jetzt ist da doch der letzte. Ja! So. Jetzt kommen gleich noch wieder welche, deswegen werde ich mal. Kommt hier gleich eine ganze Kampftruppe noch angerannt, deswegen werde ich Feiris mal schnell hier hochholen. Und sie heilen, während sie nochmal Vorgrim heilt. Balsam Salabunde. Was? Der mich im Nahkampf angreift, der kriegt einen Fulminictus von mir ab. Okay, das könnte. Vorgrim wird voll dreien. Kriegt er gleich nochmal einen Wuchtschlag. Hab ich genug? Ja, ich habe genug für einmal Kräfte der Natur. So. Der ist auch platt. Dann kriegt der einen Fulminictus von mir. Was? Weiche! Na? Angriff! Komm, kriegen wir die noch tot? Angriff!
Und den letzten. Und einen Quicksave gemacht. Da ich meine Folge jetzt schon überzogen habe, mache ich schnell einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.